Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 958. Folge von Dragons Ausstieg vom Berg. Wir bekommen heute erstmal 54 Season-Währung. Damit können wir uns bestimmt, also ich weiß natürlich noch nicht genau, aber können wir uns bestimmt ein neues Season-Geschenkpaket öffnen. Da haben wir mehrere neue Angebote, die wir einfach mal durchklicken, weil wir die nicht haben wollen. Und haben dann hier noch ein begrenztes Event. Einmal Überlebensspießenlauf und einmal Schnüfflersuche. Aber der exklusive Schnüffler, also nicht der einzigartig hier. Da haben wir hier einen Spießenlauf, den machen wir jetzt aber nicht. Da gehen wir einmal raus. Hier ist nichts, okay. Und gucken mal, was hier so abgeht. Das können wir einmal kaufen. Dann können wir einmal die 230 Runen einsammeln. Wir kriegen heute nochmal ordentlich Eisen. Es wird leider noch nicht reichen für unser Eisenlager, aber das ist ja nicht so schlimm. Und jetzt gehen wir wieder los, hat uns sogar wieder 5 Stück für die Sammlung gebracht, was auf jeden Fall auch schon mal sehr schön wieder ist. Und da kann der auf jeden Fall auch wieder los, dann schicken wir hier unsere ganzen Fischsammler und Holzsammler los. An erster Stelle stehen trotzdem erstmal immer noch die Eisensammler. Die sollen immer wieder los, weil die uns halt das Eisen sammeln sollen. Und dann gucken wir auch gleich mal, ob wir den vielleicht noch ein Level höher kriegen. Erstens will der besser Eisen sammeln, zweitens besser Fisch. Jetzt los geht's. So. Ja, nee, kannst du knicken, Joghurt mit der Ecke. Nee, du gehst auf gar keinen Fall in die Wartung. Achso, klar, wir hatten eine Wartung. Die habe ich natürlich gar nicht mitgekriegt, weil ich in der Zeit nicht mal probiert habe, online zu kommen. Aber das habe ich auf dem Discord gelesen, weil das wurde auf unserem Discord angekündigt. Genau, dann ist die VIP-Woche vorbei. Da kriegen wir nochmal 75 Runen und dann kriegen wir hier auch nochmal 50 Runen. Und dann kommen wir hier nochmal ein Stück right runter und haben hier aber, so wie ich das sehe, gar keinen Fisch mehr drin. Na gut, dann nicht. Ich wollte jetzt eigentlich hier mit Fisch den Kollegen losschicken, aber gut, dann gehst du erstmal zum Fisch. So ist in Ordnung. Hier nochmal Bernstein einsammeln, den lassen wir dann aber erstmal so und gehen erstmal hier rüber schauen, was noch so ansteht. Hier können wir nochmal dick Fisch bekommen, wenn wir das gleich einsammeln. Vorher würde ich nur schauen wegen losschicken, dass wir hier zum Beispiel, nee, das nie, den noch zum Eisen losschicken, dann dich wieder losschicken, den Kollegen, den Kollegen, den Kollegen, das war ein bisschen zu viel. Du kannst auch los. Damit können wir jetzt hier natürlich nicht füttern. Das war ein bisschen blöd gerade. Du kannst erstmal ins Training. Hier kommen wir an Titanrad. Du könntest ja jetzt mal Titan werden. Das würde uns ja einiges erleichtern. Na wunderbar, da hast es doch endlich mal geschafft, Kollege. Patschflügler, Titan, let's go. Sehr schön. Kostet absolut viel zum Füttern. Können wir also jetzt gerade noch nicht komplett machen. Wir können erstmal den beiden Glücksräder noch drehen. Wenn die jetzt nicht mehr, dann wäre gar nicht mal so schlimm. Weil dann könnt ihr einfach wieder ganz entspannt ihre Runde drehen im Training und dann schauen, was halt dabei rumkommt, dass die vielleicht wirklich, also am geilsten oder richtig satisfying wäre ja wirklich, wenn die alle an einem Tag Titan gehen. Das wäre halt richtig satisfying, aber das werden wir sehen. Jetzt kann der erstmal wieder zum Fisch noch mit los. Hier können wir nochmal Kollegen zum Holz schicken und jetzt müssen wir schon wieder drauf achten. Erstmal, wie viel sammelst du? 327 Millionen all in all, also zusammen. Ist nicht schlecht, sage ich nichts dagegen. Haben wir noch einen Fischsammler-Slot frei? Ich glaube, ja. Nee, haben wir nicht mehr. Okay. Na gut. Dann hier einmal 20 Runen. Gut, das ist schon mal nicht das, was wir wollen. Das ist Uni das, was wir wollen. Wie geht's hier weiter? Uni das, was wir wollen. Wie sieht's hier aus? Naja, jein. So mäßig das, was wir wollen. Jetzt aber nie 100%. Das heißt, ich hätte jetzt gerne eine riesige Fischbombe mitgenommen. Das wäre besser gewesen. Egal, du gehst los. Können wir nicht füttern, müssen wir gleich gucken, wenn wir das Gratis-Paket geöffnet haben. Können wir nicht füttern, können wir ohne zum Eisen schicken. Hier können wir weiter. Da sind Runen erstmal drin gelandet. Ach stimmt, ja, wir hatten das ja schon aufgewertet, das muss ja gar nicht mehr. Das können wir aber 35.000 Eisen lagern. Das nächste war ja hier hinten, der Kollege. Stimmt, da habe ich schon wieder völlig gar nicht dran gedacht, wie man wahrscheinlich auch gemerkt hat. Egal, ist nicht so schlimm, dass ich da nicht dran gedacht habe, weil es eh egal ist, wir haben auch so nicht genug Eisen. Ich denke mal, wir könnten, wenn wir viel Glück haben, morgen genug Eisen zusammenkriegen. Ansonsten dann halt übermorgen spätestens, denke ich mal, sollte das klappen. Ich bin auch mal gespannt, wie viel Motivation ich heute an diesem Tag habe. Also wenn ihr werdet es bestimmt, oder ich werde es euch bestimmt morgen im Video erzählen. Weil heute, wo ihr das Video seht, hatte ich heute früh um 9 meine mündliche Prüfung in hier Geografie. Das ist meine erste mündliche Prüfung von den ganzen, also von den zwei mündlichen Prüfungen. Es sind nur zwei, die wir machen müssen. Aber trotzdem ist meine erste. Ich bin irgendwie schon ein bisschen
aufgeregt. Und ich habe auch echt nicht, ich habe keinen blassen Schimmer, ob ich jetzt genug gelernt habe oder nicht. Also ob das morgen was wird oder ob das ein kompletter Untergang wird, das kann ich euch dann morgen nachher sagen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe eigentlich relativ viel gelernt. Ich habe wirklich 2 Jahre durchgelernt. Also hier 2 Jahre, also alles, was wir in der 11. und 12. haben, nochmal komplett durchgelernt. Und zwar, also ich bin nur den Hefter noch 2-mal komplett durchgegangen und dann halt so nochmal alles. Also ich habe so ein mäßiges Gefühl. Ich habe halt auch null Plan, was auf mich zukommt. Ich meine, klar, ich weiß, wie es abläuft, aber so direkt, was jetzt wirklich auf mich zukommt, kommt, weiß ich halt noch nicht so richtig. Aber wir werden es sehen. Wie schon gesagt, morgen erfahrt ihr es. Und dann wissen wir das ja. Dann können wir jetzt erstmal einmal ganz normal weitergehen. Let's go. Und einmal Drachen suchen und dann hier natürlich gratis reinhauen. Let's go. Und wie geht's weiter? Den hatten wir los. Dann haben wir jetzt hier im Rauf noch ein Paket zum Öffnen. Dann machen wir das einmal. Let's go. Und kriegen hier aber nichts Besonderes. Können wir ein kleines Gratis-Paket öffnen? Wenn wir das Gratis-Paket geöffnet haben, können wir gleich nochmal wegen Füttern gucken. Weil ich glaube, dann haben wir noch so unsere Kollegen wegen Füttern. Man hat mal ja vorhin schon mal geguckt und da war ja ein paar, die auf jeden Fall mal was machen würden an Fisch, also nehmen würden. Gerade zweites Gratis-Paket öffnen wir gleich. Ich würde das nochmal schauen. Der hier war es nicht, der ist viel zu teuer. Wir können den hier füttern, genau. Du kannst gleich wieder ins Training. Ich weiß auch nicht, wie das Training aussieht jetzt mittlerweile. Naja, gut, ist noch Platz. Können wir noch jemanden reinschicken? Wenn wir noch jemanden für Holz haben, wäre ganz schön. Ja, 360 Millionen Gänge auf jeden Fall. Ach nee, du bist ja großes Training. Stimmt ja, dann wird das doch nichts. Ja, das ist jetzt blöd, dass alle kleinen... ja, das ist natürlich jetzt wirklich blöd. Alle kleinen kosten halt, boah. Also wir haben jetzt keine direkten kleinen, die wir ins Training schicken können. Und alle, die wir jetzt reinschicken könnten, die kosten Holz, aber die müssen in die zweite Akademie. Und alle, die wir in die erste schicken könnten von unseren Sammlern, die kosten Eisen und das wollen wir nie ausgeben. Gut, du kannst ins Training, ich nutze man zwar eigentlich nie, aber gut, dann kannst du ohne ins Training, damit ist das Training jetzt noch nicht voll, da haben wir immer noch einen Slot frei. Du lächelst ohne rein mit dir. Goodie. Öffne das zweite Gratis-Paket, let's go. So, da haben wir unser nächstes Paket und wir sammeln es einmal ein und bekommen hier einmal Fisch, Holz und dann noch ein paar Runen und ein Sammlungsstück. Okidoki, let's go. Und ich werde, also beziehungsweise klingelt das Telefon, das ignoriere ich jetzt einfach mal. So, und dann können wir jetzt einmal hier reingehen, würde ich sagen. Sammeln wir die täglichen Dinger ein. Wir haben ja ein paar tägliche auf jeden Fall, kriegen auch noch was Wöchentliches gleich. Let's go und können dann trotzdem nicht die nächste Belohnung einsammeln. Aber wir können diesen Geschenkpaket öffnen, weil wir haben 750 bzw. über 750 Season-Währungen. Sammeln wir es einmal ein und wir bekommen das nächste Season-Geschenkpaket und wir bekommen... Oh, Leute, ein Premium-Kollege ist dabei und es ist... Algenteufel, Leute, let's go. Oh, den haben wir zwar schon, aber doppelt hält besser, wie man so kennt, ne? Let's go, einfach noch ein Algenteufel. Das ist natürlich richtig geil. Also, das ist richtig, richtig schmackhaft. Werden wir auf ein Baby lassen erstmal. Hier haben wir Level 3. Gut, ist jetzt ohne größer als ein Baby, muss man sagen. Ist halt, also, er wird nicht mehr als Baby dargestellt, sagen wir es mal so. Aber Leute, das ist doch richtig schmackhaft. Haben wir 2 kleine Algenteufel hier rumstehen. Das ist doch richtig, richtig geil. Also das wäre einfach noch einen zweiten ziehen, hätte ich jetzt nicht. Aber ich habe gar nicht mehr dran gedacht jetzt so. Ich dachte, okay, ein paar Runen vielleicht wieder. Oder ein bisschen dies, ein bisschen das. Aber ein Algenteufel nochmal. Nö, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Aber muss ich sagen, nehme ich gerne mit. Hab nichts dagegen. Einfach eingepackt und gegangen, würde ich sagen. Wir haben hier 6 Wellen. Da müssen wir natürlich ein bisschen gucken. Ist ein bisschen schwieriger. Könnte ein bisschen anstrengender werden. Kriegt man schon irgendwie hin. Aber wird interessant. Wir gehen mit dem Skill normal rein. Gehen mit dem Sturmschild auf die Schwäche. Greifen den Knochen über normal an. Und dann denke ich mal, machen wir auch wieder guten Schaden auf jeden Fall schon mal. So, wunderbar. Knochen über nochmal normal. Dann mit dem Skill wieder normal. Sturmschild Schwäche. Knochen über wieder normal. Und dann lübt das hier. Einmal so. Dann einmal so und einmal so und der Kollege ist weg. Sind wir in der nächsten Welle. Hier können wir einmal die schöne 3-Attacke vom Skrill raushauen. Der macht halt gleich mal richtigen Schaden. Das ist halt einfach nur absolut gut. Dann können wir hier gleich die 2-Attacke raushauen. Damit ist der Kollege schon... Ja gut, jetzt ist er weg. Wir mussten nochmal extra angreifen. Aber egal. Und jetzt holen wir uns noch den.
Da, denke ich mal, sollte es auch kein Problem werden. Den kriegen wir bestimmt auch ganz gut weg. Geben wir einfach mal die Schwäche. Greifen im Knochen aber nochmal normal an. Damit ist er weg. Sind wir schon in Welle 3 von 6. Natürlich, jetzt sind die Anfangswellen noch relativ simpel. Also die sind noch kein Problem. Das wird dann erst ein bisschen später ein Problem für uns. Oder? Ja. Ja. Und oh, er überlebt es. Er überlebt es halt auch wieder mit dem letzten Fitzel an Leben, ne? Ich meine, jetzt ist er weg, ist erledigt. Dann können wir hier Schwäche geben, Knochen aber normal, Skrill 3 Attacke, falls die dann noch geht. Ich weiß gerade. Shit, ich wollte Schwäche geben. Egal. Knochenräuber und 3 Attacke. Ja, wir hätten weggekriegt. Hätten wir richtig das gemacht, was ich gesagt habe oder was ich machen wollte, dann hätten wir noch wegbekommen. Aber gut, ich habe ja mal wieder was anderes gemacht. Na gut, sind wir in Welle 4. Jetzt haben wir natürlich schon 3 Gegner, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da gehen wir erstmal auf den, geben keine Schwäche. Wir müssen am besten mal gucken, wegen Heilung wäre ganz wichtig oder sinnvoll. Müssen wir gleich mal schauen, ob das mit der Heilung hier hinhaut oder nie. Ich meine, jetzt gerade noch nie, da können wir jetzt lieber mal Schwäche geben. Greifen im Knochen aber normal an und dann, weiß ich, eine 3-Attacke, 2-Attacke, irgendwas, was guten Schaden macht und hoffen, dass die... Ich weiß nicht, ob sie ihn wegkriegen oder ne. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aktionspunkte Booster. Schön heilen. Let's go. Dann mit dem Knochen aber normal rein. Mit dem Skrill nochmal normal rein. Let's go. Und dann mit dem Sturmschild gleich wieder auf die Heilung. Nochmal ein bisschen hochheilen. Das wird dann ein bisschen besser für uns, denke ich mal. Wenn wir jetzt hier nochmal schön heilen, genau. Dann mit dem Knochen aber nochmal normal, let's go. Mit dem Skrill holen wir uns den hier weg. Und dann können wir jetzt mit dem Sturmschild nochmal die Schwäche raushauen. Dann ist der auch schon weg. Wobei, vielleicht hauen wir auch gar nicht erst die Schwäche raus, sondern wir gehen normal rein. Und jetzt mit dem Knochen aber nochmal normal. Und dann mit dem Skrill nochmal normal. Und dann machen wir hier auch guten Schaden auf jeden Fall. So, dann können wir jetzt hier die... Ich hätte die 2-Attacke machen sollen. Egal, wir haben nicht die 2-Attacke gemacht. Überraschung. Gehen jetzt auf die Heilung von unserem Sturmschneid. Müssen auf unseren Knochen aber aufpassen. Der ist nämlich Grenze, ne? Also der ist ganz schön grenzwertig unterwegs hier gerade. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das nicht schief geht. Gehen auf die normale Attacke. Ja gut, wir hätten nur die 3er raushauen können. Egal, wir haben die normale eingesetzt und fertig. So, dann jetzt nochmal die Heilung. Let's go. Wir brauchen nämlich jetzt nochmal schön Flächenschaden, genau, dann holen wir uns den hier weg. Dann gehen wir jetzt auf den Kollegen, let's go. Können dann jetzt einmal, wenn du auf den gegangen bist, okay. Können wir hier die Schwäche raushauen, so. Dann greifen wir normal an, gehen mit dem Skrill normal rein. Greifen mit dem Sturmschneid auch nochmal am besten vielleicht, ich weiß nicht mit welcher Attacke. Wir suchen uns irgendeine schöne aus, die uns gefällt. Am besten Welle 6. Ja gut, nehmen wir ein paar Aktionspunkte mit. Geben uns hier nochmal eine Stärke. Und da wird Welle 6, denke ich mal, auch kein so großes Problem werden. So, jetzt gehen wir erstmal auf den. Hauen jetzt die Heilung als erstes raus, weil ihr seht ja, bei uns sind alle so ein bisschen angeschlagen. Jetzt vor allem. Und da wäre es schon gut, wenn wir hier nochmal ein bisschen hochheilen. Einmal so, dann mit dem Knochen aber auf den Kollegen. Wunderbar, das macht auch nochmal guten Schaden. Und dann können wir jetzt mit dem Skrill die 3er raushauen. Sehr schön. Der kommt, denke ich mal, ohne mehr dran. Den kriegen wir bestimmt auch so weg, was ganz gut wäre. Also es wäre wirklich gut, wenn er nicht nochmal dran kommt, weil der ist immer ein bisschen... Muss nicht sein. So, weg ist er. Wunderbar. Dann jetzt einmal... Ja, jetzt ist egal. Jetzt kriegen wir sie, denke ich mal. Da gehen wir hier ganz entspannt durch, machen ja keine große Sache draus und holen uns die ganz entspannt. Gehen hier am besten kleiner auf die Heilung. Dann mit dem Knochen aber nochmal normal. Ich meine, solange man mit 3 Drachen in der letzten Welle ist, hat man eigentlich schon gewonnen. Ich meine, klar, man kann Fehler machen, mit denen man komplett verliert. Aber da muss man sich schon fast anstrengen, damit das passiert. So, der ist weg. Und dann einmal mit dem Knochen aber nochmal hier. Dann kommen wir die 3 Attacke vom Skrill. Macht jetzt nicht viel Schaden, aber egal. Ein bisschen ist auch was. Und dann lübt das. So, jetzt hier nochmal die Schwäche und du bist weg und wir haben gewonnen. Let's go. So, dann drehen wir am Glücksrad und wir bekommen einmal eine Frucht der Weißen. Wunderbar. Dann drehen wir am nächsten Glücksrad und hier bekommen wir einmal 300 Millionen Fisch. Wunderbar, nehmen wir gerne mit. Dann haben wir noch ein Elite-Paket, das können wir auch einmal einsammeln. So, öffnen das. Und bekommen Sturmschein, Knochenräuber, Flüssener Tod, Gradnader, Rotes Gift, Dagos Grill. Wunderbar.
können dann hier einmal aufs Kreuz gehen. Haben jetzt hier nochmal was fertig und zwar nochmal zwei Markenpakete. Let's go. Hätten jetzt sogar auch nochmal zum Tauschen, aber gut, haben wir halt schon losgeschickt. Da wird das halt jetzt nichts mehr, ne? Aber gut. Ich würde an der Stelle auch sagen, da wäre es das wieder mit dem heutigen Video gewesen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und ciao, ciao, Leute.